Ich muss noch mal eben schauen, dass meine... Software auch funktioniert, genau. Da ich diesen Vortrag noch nie gehalten habe, haben wir heute eine Premiere. Und ich hoffe, wir haben unseren Spaß dabei. Ich hatte jedenfalls viel Freude, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen und freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind zum Thema Lebenskunst und Lebenskünstler, ein Erfahrungsbericht. Ich möchte das Ganze durch diesen Titel ein, zwei Stufen niedriger halten als den Anspruch zu erheben, hier ein kompetenter Experte zu sein. Wie Sie noch sehen werden, haben viele Autoren darüber geschrieben und es gibt so viele berufene Münder dazu. Ich denke mal, ich bin es nicht. Deshalb will ich nicht mehr machen, als einen Erfahrungsbericht zu liefern und schau mal, was dabei herauskommt für Sie und für mich. Warum habe ich da so Zweifel an meiner Expertentum? Naja, Sie werden das gleich mitbekommen, wenn ich etwas von mir selber erzähle. Ich bin ein Kind des Ruhrgebiets. Meine Familie waren fast alle durch die Bank Bergarbeiter, auf Kokereien beschäftigt, zwischendurch mal Seeleute. Was hatte dieses Leben zu bieten? Sie haben gerade meine Familie gesehen. Ein Teil lebte zu der damaligen Zeit noch im Osten, da werde ich morgen sein. Die meisten haben hier in Dortmund-Mengede gearbeitet und der Nachbarort Nette, hier sehen Sie die Zeche Hanselmann, das war der Wirkungsbereich meines Großvaters, der hat dort auf Nachtschicht und Wechselschicht gearbeitet. Da war wenig Zeit, der ging arbeiten, der kam nach Hause, hat gegessen, hat sich schlafen gelegt, dann ist er wieder aufgestanden und so reihum. Da ist keiner Raum für Lebenskunst. Mein Vater war auf der Kokerei Hansa, keine Wechselschicht, aber morgens um 5 Uhr raus, nachmittags zurück, dann müde, gegessen, geschlafen, Fernsehen, einmal in der Woche kegeln. Wir haben draußen gespielt und es sah so aus, wie es hier aussieht. Zerschunden, schmutzig, man brauchte viel Fantasie, um sich einen grünen Baum vorzustellen. Es war so dreckig in den 50er, 60er Jahren, wie man das aus Gerüchten hört. Gelegentliches Vergnügen war Borussia Dortmund. Hier sehen Sie das alte Stadion Rote Erde unten links. Ich war da ein einziges Mal mit meinem Vater. Wir hatten für dieses Vergnügen kein Geld. Es gab einen Kegelverein, da ging er jede Woche einmal hin. Das war der vergnüglichste Tag in der Woche. Vater kam dann so ein bisschen schicker nach Hause, am Anfang mit dem Fahrrad, später hat ihn meine Mutter abgeholt. Einmal im Jahr ging es in die Ferien, das finanzierte meine Oma oben links. Für sie war das die einzige Gelegenheit, im Jahr die ganze Familie zusammenzubringen, Onkel, ihre Tochter, ihre beiden Töchter, ihre Schwestern, sie hatte 4, sie hatten alle Querbank. 4 Bergleute geheiratet, die untereinander auch noch Brüder waren. Das hat irgendwie die Verständigung sehr vereinfacht. So waren wir eine Sammlung aus Slowenen, Masuren, Sachsen und alteingesessenen Westfalen. Als ich mir das so vor Augen geführt habe, habe ich mir gedacht, Lebenskunst? Ist das nicht ein echtes Luxusproblem gewesen? Ist es das nicht noch heute? Gab es unter den Arbeitern in meinem Umfeld, den Bergleuten und den dazugehörigen Familien Lebenskünstler? Gab es dafür den Raum?
Ich habe mich auf die Suche gemacht, wo mir das zum ersten Mal begegnet. Und ich werde in 7 Kapiteln darüber sprechen. 7 Kapitel, 7 Gedanken, 7 Suchen, ein paar Befunde. Das ist mein Erfahrungsbericht. Und es beginnt mit der ersten Begegnung, dann gehe ich online und ins Leben. Danach ab in die Südsee. Sie werden noch wissen, erfahren, warum. Auf die Suche nach Vordenkern. Ein Exkurs in Erfahrung und Geschichte. Der Versuch einer Typologie der Lebenskünstler und zum Schluss aktuelle Herausforderungen. Es interessiert mich, was Sie zu dem Thema denken. Erste Begegnung. Mitte der 60er Jahre, ich war glaube ich 14 oder 15 Jahre alt, schnappte ich für 2 Euro, ich habe das Buch immer noch, ein Bändchen über chinesische Malerei auf einem Tisch mit Verlagsrückläufern bei Karstadt in Dortmund. Ich kann es hier nicht lauter stellen. Kann ich es lauter stellen? Hier ist nichts mehr. Knirschel, Knirschel. Vielleicht sollte ich das so machen. Als alter Dandy schlage ich einfach den Kragen hoch. Ist es so besser? Also, meine Damen und Herren. Wir sind also bei der chinesischen Malerei. In diesem Buch war ich unter anderem fasziniert von dieser Sonnenuntergangslandschaft wegen ihrer Leere. So was kannte ich aus der westlichen Malerei nicht. Das Bild gibt es bis heute, es hängt in Tokio im Nezo Art Museum und es zeigt im Vordergrund ein paar Schwalben, dann schlicht und einfach die Tapisserie, das ist auf Seide gemalt, so einige Andeutungen von Bergen hingetupft, so ganz zart, etwas Andeutung eines Himmels und das ist es dann. Es hat noch nichts mit Lebenskunst zu tun, aber es führte mich dahin. Meine Eltern haben gemerkt, dass ich für etwas fasziniert war, was es in diesem Ruhrgebiet nicht gab. Chinesische Malerei. Der Junge hat irgendwie merkwürdige Affinitäten, nicht merkwürdige Vorlieben. So kam es dazu, dass ich prompt zu Weihnachten ein Buch über chinesische Philosophie geschenkt bekam. Der Autor heißt Lin Yutang. Der deutsche Titel heißt Die Weisheit des lächelnden Lebens. Das kann sich auch nur ein deutscher Verlag ausdenken. Das Original heißt The Importance of Living. Das klingt schon ein bisschen anders. Ne? Die Wichtigkeit des Lebens. Untertitel The Classic Bestseller that introduced millions to the noble art of living, of leaving things undone. Also die Kunst, Dinge nicht zu tun, es ungetan liegen zu lassen. Oder wie wir so kurz sagen, was du heute kannst besorgen, das kannst genauso gut auch morgen. Dieses Buch hat mich mit einem Thema konfrontiert, so ich war so gerade in der Pubertät, mit dem ich mich noch nicht beschäftigt hatte. Nämlich, dass man sich über sein Leben Gedanken machen konnte. Na, was machst du da eigentlich? Um mich herum war alles geregelt. Das Leben der Bergleute, das Leben der Angestellten auf der Kokerei, wo mein Vater gearbeitet hat, die Lehrer, die Schule, meine Mutter arbeitete nebenher, gab Gitarrenunterricht, machte Handarbeit zu Hause für eine Stickerei. Opa, Oma, alle waren am Arbeiten und es ging einfach so durch. Dann kamen, wie ich schon erzählt habe, die Ferien und so weiter und so fort. Und hier kam auf einmal jemand und sagte, oh, kannst du doch einfach mal lassen. Und schau, was passiert. Und dieses Buch war
kein Handbuch. Es war keine Praxisanweisung. Der Autor fing so ähnlich an wie ich. Er sagte, auch über das Thema haben schon so viele geschrieben. Ich habe da keinen Anspruch. Ich erzähle einfach, was mir so in den Sinn kommt. Und über 400, 500 Seiten macht er genau das. Er spricht über chinesische Philosophie. Er spricht über den Unterschied zwischen chinesischer Lebenseinstellung zu der europäischen. Er charakterisiert die Deutschen, die Franzosen, die Engländer. Er fragt, wie viel Humor haben die Leute, wie arbeitseifrig sind sie. Und man bekommt auf einmal so ein Profil. Nicht? Man kann das auch alles ganz anders machen. Wie viel Weisheit wird da gelernt und gelehrt? Zwischendurch macht er Exkursionen in Meditationspraxis und beschreibt einfach nur so zwischendurch mal, wie schön es ist, an einem Regentag auf der Terrasse zu sitzen und zu schauen, wie der Regen von den Blättern tropft. Ich war noch nie auf den Gedanken gekommen. Ich meine, ein Kind des Ruhrgebiets setzt sich in den Garten auf die Terrasse und guckt die Bäume an, wie es regnet. Wie bekloppt ist das denn? Aber genau das erzählte er, sei ganz interessant und vergnüglich. Das machte ich also. Ich bin ein Praktiker, ein Empiriker, deshalb Erfahrungsbericht. Das nächste, was ich machte, ist, ich setzte mich an einem Regentag auf die Terrasse. Wir hatten so eine Doppelflügeltür. Der Wind kam von der Gegenseite. Da regnete es nicht rein. Ich mache die Tür auf. Es wurde so langsam dämmerig. Ich habe das Foto immer noch von dieser Zeit. Habe mich da hingesetzt und habe in den Regen meditiert. Meine Mutter kommt zu mir und sagt, was machst du da? Ich sage, das Buch. Wie war das Buch? Ich sage, ja, ich soll mir anschauen, wie es regnet. Ich sage, was haben wir dir denn da geschenkt? Ich sage, ich finde das toll. Von alleine kommst du auf so einen Gedanken nicht. Und das Buch ist voll von solchen Anregungen, die Dinge mal ganz anders anzugehen. Aber es gibt keine Hitliste. Die fünf wichtigsten Dinge dieses Lebens, so wie John Streletsky. What really counts in life? Kein Zeigefinger, kein gar nichts. Einfach nur erzählt, die einen machen das so, die anderen machen das so. Lies das mal. Mach die Sachen mal ein bisschen anders. Hier haben wir den Protagonisten. Kann man ihm ansehen, ob er ein Lebenskünstler ist oder nicht? Ich weiß es nicht. Also für mich sieht er aus wie ein Chines. Mit Brille. Kurz darauf habe ich auf dem Fertigbau gearbeitet. Schicksal des Arbeiterkindes. Ich wollte ein Auto haben. Das erste Auto war ein NSU Prinz. Ich komme auf diese Baustelle. Das Erste, was passierte, ist, ich war, glaube ich, so 18 oder so. Hatte gerade einen Führerschein gemacht. Die Familie hatte kein Geld für ein Auto für mich. Ich musste es mir selbst verdienen. Ich weiß, das hat 900 Mark gekostet. Also ich zur Baustelle. Ein Polier, zwei Maurer und ich. Das Erste, was passierte, ist, pass mal auf, die erste 10 Mark, hol mal einen Kasten Krombacher. Ich mit der Schubkarre raus, Krombacher geholt, wieder zurück. Dann haben wir gearbeitet. Das Zweite, was passierte, ist, gucken die mich scharf an und sagten, ey, sag mal, was machst du da? Ich sage, ich arbeite, aber doch nicht in dem Tempo. Ich sage, wieso, ist das falsch? Ja, sag mal, bist du bekloppt? Wir müssen das unser ganzes Leben lang machen. Mit diesem Tempo verdirbst du hier die Preise. Jetzt aber mal langsam. Ja, immer mit der Ruhe. Ja? Immer mal langsam. Ja? Bleib mal zwischendurch stehen. Auch eine Art von Lebenskunst? Ich kannte zu der Zeit ja noch nicht mal das Wort. Dann kommt die Pause. Hier haben wir noch ein Bild von der Baustelle. Dann kommt die Pause. Ich hatte mir was zum Frühstück mitgebracht. Mutter hatte Thermoskanne mit Kaffee gemacht. Ich hatte Kaffeetässchen eingepackt. Mutter hatte mir noch eine Serviette dazugelegt, also Krimskrams. Und ich hatte gedacht, ach, das ist doch schön. Dann habe ich mir so ein Holzbrett geholt, habe das auf einen von den leeren Bierkästen gestellt. Holzbrett drauf, Serviette drauf, Thermoskanne hin. Tässchen aufgestellt, Butterbrot ausgepackt, arrangiert, Becher Joghurt rechts, Löffel daneben, gucken mich die drei Jungs an und sagen, ey, du bist ein richtiger Lebenskünstler, ey, das hat Stil. Da fiel mir auf, auch in solch einer Welt gibt es Raum für Lebenskunst.
Die haben das sofort gesehen, die wussten auch, worum es sich handelt. Da machte jemand was völlig Überflüssiges. Er brachte Stil und Ästhetik in einfach die morgendliche Kalorienaufnahme. Zweiter Gedanke. Zu Leben, Kunst und Künstler. Wo haben wir es denn damit zu tun? Jetzt das Stichwort Lebenskunst ist gefallen. Eigentlich ist das ganz einfach, es ist kein großes Geheimnis. Das ist keine Raketenwissenschaft. Das Wort sagt alles, Leben und Kunst. Leben, das ist die Zeit zwischen Geburt und Tod. Und Kunst, das heißt so viel wie, da kann man was gestalten. Also die Gestaltung der Phase zwischen Geburt und Tod, fertig, aus. Aber Kunst und Künstler gehören hier auf eine ganz besondere Art und Weise zusammen. Ich bringe mal ein Beispiel. Wenn Sie Physik studieren, dann müssen Sie keine Physiker kennenlernen. Dann müssen Sie die Physik studieren, die Natur, die dazugehörige Literatur, die Theorien. Der Physiker als Person spielt eigentlich keine Rolle. Auch in der Politikwissenschaft ist das ganz überflüssig. Sie interessieren sich für Politik, Sie studieren Politiker, Sie studieren das politische Leben. Die Politikwissenschaftler sind im Großen und Ganzen langweilig. Prost auf die Kollegen. Sie machen keine Politik, Sie reden nur drüber, so wie Betriebswirte. Sie sind auch keine Unternehmer, Sie sprechen über Unternehmen. Bei Künstlern ist das was anderes. Wenn Sie die Kunst studieren wollen, brauchen Sie einen Künstler als Lehrer. Bücher darüber zu lesen, funktioniert nicht. Das wird noch deutlicher, wenn ich sage, Sie wollten Pianistin oder Pianist werden. Oder Geigenspielerin und Geigenspieler. Es gibt x Bücher über die Frage, nicht Geige, wie jeder, nicht? Also Geige links, Bogen rechts, das ist schon mal grundlegend. Und es gibt Bücher, in denen wird minutiös beschrieben, wie man einen schönen Strich auf der Geige macht. Sie können das tausendmal lesen, das führt zu nichts. Sie müssen das wirklich lernen, das muss jemand neben Ihnen stehen, der sagt, pass mal auf, mach mal ein bisschen höher. Das darfst du nicht so hängen lassen. Erst wird er ganz gut, bis dann kannst du auch mal so machen, aber eigentlich muss immer Haltung, Korrektur. Und ich denke, und das fand ich auch so merkwürdig, bei der weiteren Suche, die Kunst und der Künstler haben praktisch in der Lebenskunst kaum eine Deckungsgleichheit. Obwohl es auch Künstler sind. Und ich mich immer gefragt habe, wie kann man Lebenskunst lernen aus Büchern? Oder geht es doch? Also das ist die offene Frage. Jedenfalls, ich habe mich auf die Suche gemacht und habe gedacht, mal gucken, was man findet, wenn man nicht nach Lebenskunst, sondern nach Lebenskünstlern sucht. Also bin ich erstmal online gegangen. Das erste war, es kamen die ganzen Hippies aus den 60er Jahren. Na, hier sind wir in Kalifornien. Gab es endlos Bilder zu. Hier haben wir Timothy Leary, den Drogenpapst der 60er Jahre, mit seiner Familie und beim Musizieren. Gehört mit dazu. Drogenexperimente. Lebenskunst? Ja, die Lebenskünstler kamen dort vor. Hier eines der Bücher zum Thema The Psychedelic Experience. Timothy Leary mit einigen anderen Leuten. Sie sehen schon, wo das hinführt an diesem Chakra in der Mitte, es hat irgendwas mit östlicher Philosophie zu tun. Hier haben wir ihn nochmal auf der Bühne. Und dann haben wir auf einmal die Assoziation mit John Lennon und Yoko Ono. Da ist auch irgendwas mit Lebenskunst. Es kommt jedenfalls, wenn man recherchiert. Dann kommt die Kommune 1, das ist sozusagen das deutsche Pendant. Übrigens ganz interessant von den Ergebnissen her, während man die Counterculture in den USA, da gibt es haufenweise Bilder, die um die Kommune 1 sind alles proprietäre Fotos, die man nicht verwenden darf. Die gehören alle zum Spiegel, zum Stern, zur Bildzeitung. Die haben das alles gekauft und denen gehört die Kommune 1 heute. Ist interessant.
Es gibt kein einziges Bild, auch mit Uschi Obermeier, Langhans oder sonst was, das Sie verwenden könnten, ohne dafür zu bezahlen. Nüscht, nicht mal bei Wikipedia. Das einzige Bild, was Sie haben, ist diese Plakette von der Straße in Berlin. Na, alles kommerzialisiert, Lebenskunst im Arsch. Das Experiment der K1 zielte auf die Sprengung bürgerlicher Abhängigkeitsverhältnisse. Und da sind sie dann auch gelandet in der Abhängigkeit, ne, der kommerziellen. Jedenfalls ihr Fotomaterial. Sie lehnten Besitzanspruch in der Ehe und autoritäre Kinderbeziehungen ab, Kindererziehung ab, destruierten, was heißt das schon wieder, destruierten, haben Philosophen geschrieben, die Privatsphäre und stellten die gesellschaftlichen Verhältnisse radikal in Frage. Mache ich auch gern. Ich sage auch immer, Brexit, was schon Quatsch. Also ich bin auch radikal. Sie treffen damit, raffen damit den Nerv ihrer Zeit. In ihrer Folge gründeten sich hunderte von Kommunen, Wohn- und Hausgemeinschaften, die heute zum allgemeinen Kulturgut gehören. Das ist wohl wahr. Geht man etwas weiter zurück, kommt man auf eine andere Gruppe, Name, den man heute nicht mehr so oft verwendet, die Bohemen. Hier haben wir die Bohemen. Nicht die Böhmischen. Die Bohemen, das kommt tatsächlich von Böhmisch, weil die Auswanderer aus Böhmen, die nach Paris kamen, formierten eine Subkultur. Und es waren vor allen Dingen Künstler und so Dropouts, wie wir heute sagen würden, Aussteiger. Und daher haben die Franzosen dieser ganzen Bewegung den Namen Bohemen gegeben. Und die Gruppe existiert also nicht nur in Paris, es gibt sowas in München, es gibt sowas, hier sind wir in München, es gibt eine Bohemie in Berlin und so weiter und so fort. Und hier haben wir Franziska Gräfin zu Reventlow. Das war sowas wie der Brennpunkt der Münchner Bohemen. Ein Protagonist der Freizügigkeit, in diesem Falle ein freizügig zugängliches Foto. Hier im Kreise ihrer Getreuen, der sogenannten Kosmiker. Interessant, nicht? Hier mischt sich gleich Bohem und Esoterik. Sie haben in der Mitte zentral Stefan George. Einige von Ihnen werden den als Dichter noch kennen. Dahinter als Dionysos mit dem großen Bart und dem Kranz ums Haupt geflochten, Wolfskehl und einige andere Protagonisten aus dieser Zeit. Man sieht, es ist so etwas wie der Kölner Karneval in München. Man sollte es nicht glauben, aber es ist, was hier offiziell ist, war da unten Counterculture. Dieses Buch von Franziska, Herrn Dahmes Aufzeichnungen, Begebenheiten in einem merkwürdigen Stadtteil, das war das Buch, das aus Schwabing eine Legende gemacht hat. Also Sie sehen, es gibt so einen künstlerischen Stimulus aus der Bohème, die hier als Lebenskünstler auftauchen, nämlich neue Wege zu gehen und eine Art Aura zu erzeugen, um eine bestimmte Lebensweise, einen Ort, an dem das passierte. Das Gleiche war ja auch mit den Hippies in Kalifornien passiert und vielen anderen Dingen auch, wie bei der Kommune. Also hier gibt es plötzlich so eine Dimension, in der etwas außerhalb der Gesellschaft neu kreiert wird. Und wenn man weitersucht, dann findet man unter den online erreichbaren Lebenskünstler natürlich auch Alexis Sorbas, die Zentralfigur aus Nikos Kazantzakis gleichnamigen Roman und den dazugehörigen Schauspielern, die das im Film berühmt gemacht haben. Ich will da nicht auf Details eingehen. Also es hat etwas zu tun mit einer Gegenkultur gegen die, wenn wir hier so mal schauen, gegen die Leistungsgesellschaft des 20. Jahrhunderts. Ich komme darauf noch zurück. Es kommen aber auch einige bekannte Namen vor. Es ist erstaunlich, dass viele Namen überhaupt nicht vorkommen. Also Robert Mitchum ist mal irgendwo zitiert worden als Lebenskünstler. Darum findet man ihn, wenn man das sucht. Und ein Typ namens Charles Brown. Sagt Ihnen der Name was? Nicht Charlie Brown, ne, von den Peanuts. Das ist der Mann, der BBC gegründet hat, Brown, Boveri and Company, die Schweizer Firma für Elektrohausgeräte. Der zu dem Titel kam, weil er mit 55 seine Firma verkauft hat und hat dann aufgehört zu arbeiten.
Aber das meiste, was man findet, wenn man Lebenskunst eingibt und Lebenskünstler ist, endlos Literatur. Dass der Bestseller oder sagen wir mal höchst rankend im Google Ranking ist das Logo oben in der Mitte, The Art of Living. Das ist eine, ich sag mal, irgendwas zwischen einer Coaching und einer Sektenbewegung aus Indien. Die verkaufen The Art of Living als Geschäftsmodell. So wie man vor 30 Jahren nach 40 Jahren nach Pune gefahren ist oder zu Osho oder sonst wo, geht es jetzt auf zu The Art of Living. Es ist auch interessant, wenn ich bei dem Stichwort mal verbleibe, Lebenskunst und Lebenskünstler funktioniert im Deutschen als Suchwort. Da haben sie noch einigermaßen Hits. Das Merkwürdige ist, dass es sozusagen ein kompaktes Wort dafür im Englischen nicht gibt. Also es gibt keine direkte, einfache Übersetzung für Lebenskünstler. Wir haben ein Wort. Im Englischen muss man sagen, a master in the art of living. Man braucht eine ganze Formel, um das auszudrücken. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass es das dort wenig gibt. Ich habe mich gefragt, warum kann das liegen? Naja, die amerikanische, die dominierende Kultur in der englischen Sprachwelt heute und auch so ein bisschen noch das Englische, was gerade brexitiert, ist ja im Wesentlichen eine protestantische und kalvinistische Gesellschaft. Und der Protestantismus hat mit The Art of Living offensichtlich nichts zu tun. Dass ausgerechnet die Deutschen, die so als so humorlos gelten und so arbeitsam, dafür auch noch so ein schönes, einfaches Wort geprägt haben, steht uns gut an. Aber im Englischen ist es schwierig. Und wenn Sie eingeben, The Master in the Art of Living, und suchen nach Hits, das wird ganz chaotisch. Da passiert nicht viel. The Art of Living, auch wir merken das bei der Größe der Einträge bei Wikipedia. Also im Deutschen funktioniert das, da ist es ganz mager. Also Lebenskunst ist jenseits des Kanals und jenseits des Atlantiks irgendwie defizitär. Aber hier gibt es endlos. Gehen wir hier über diese eine Seite. John Strelitzky, das Café am Rande der Welt, das ist der große Renner zurzeit. Ist Ihnen schon begegnet? Ja, einige nicken. Anselm Grün, der katholische Mönch und Mystiker, der auch so ein Geschäftsmodell der Lebensberatung daraus gemacht hat, Spiritualität und Lebenskunst, ein sehr netter Typ im Übrigen. Dazwischen haben wir Iris Apfel, das sagt Ihnen wahrscheinlich weniger, das ist so eine Society Queen aus New York, echte Nudel. Rechts unten haben wir Klaus Krister, denn das Leben ist eine zu köstliche Sache. Da geht es nicht um den Autor, sondern um die Lebenskunst, das ist Josef Haydn. Sie sehen also, da gibt es ein riesiges Spektrum. Und darüber auch noch Essentials, ich glaube, das ist bei Springer erschienen, Michael Tomov, positive Psychologie in Unternehmen. Und das ist sozusagen die etwas, sagen wir mal, das ist so die verwissenschaftliche Variante dafür, positive Psychologie. Da kann man Lebenskunst mit ernsthafter Psychologie verbinden. Und genau das macht er. Was passiert, wenn man das aufs Unternehmen überträgt? Wenn ihr ja gerade gesehen, das ist eher ein Thema der Counterculture, der Aussteiger aus der Leistungsgesellschaft des 20. Jahrhunderts. Aber dann kommt es wieder zurück, wie die List der Vernunft, wieder zurück ins Unternehmen, weil die merken, uns geht es auch nicht ganz so gut. Wir brauchen mal so ein bisschen Alternative zu unserem Managementstress. Ich habe also zunächst im Web geforscht, aber passierte etwas ganz Merkwürdiges. Ich wollte das einige Tage später wieder fortsetzen mit genau den gleichen Suchwörtern und es kam nichts mehr. Ich habe gedacht, haben die mich irgendwie ausgespäht und haben gesagt, der Wolfgang muss jetzt nichts mehr über Lebenskunst, der soll arbeiten. Hm? So eine geheime List von Google. Dann bin ich über den VPN gegangen, da ist meine IP weg. Ne? Sie kennen den Trick, wenn Sie geheim surfen wollen, egal für was, für lustige Dinge oder sonst was. Sie loggen sich ein beim VPN und schon sind alle Sperren international aufgehoben, weil sie überall durchflutschen. Also ich über VPN nochmal rein, aber nichts da.
ich rufe meine Leute an und sage, Katrin, sag mal, du bist doch Spezialistin für Search Engine Optimization, was ist da passiert? Ach, sagt er, weiß das doch, die ändern alle 14 Tage den Suchalgorithmus und dann ist das alles weg. Das heißt, also so seligmachend ist für die Lebenskunstforschung das Online-Geschäft nicht, also habe ich nochmal im Leben nachgeschaut, jetzt bin ich bei der nächsten Suche. Der erste Lebenskünstler, der mir einfällt, ist mein Schulfreund Peter Maschke. Hier sind wir beide zusammen auf der Schulexkursion in Rom. Konstantin der Große hat seinen Fuß da oben stehen und Peter stemmt ihn noch ein Stückchen nach oben. Das war so ein typischer Peter-Einfall. Peter firmierte durch die Bank bei allen Leuten als Stichwort Lebenskünstler. Peter war 3 Jahre älter als der Rest der Klasse. Wir sind hier in der Oberstufe, also früher nannte man das Oberprima, also letzte Klasse Gymnasium. Da war der so 21, 22. Da war der Schwarm aller Mütter der Klasse. Sobald Elternsprechtag war und wir mussten so ein bisschen die Honneurs machen oder Weihnachtsfeier oder sonst was, dann sind die alle hinter dem Peter her. Und er sagt nicht, die Männer sind zu Hause, die wollen eh Fußball gucken. Und Peter war, ja, kann man nicht anders sagen, der Liebling aller Frauen. In seinem Flokati-Mantel, so einem griechischen Hirtenmantel aus Schafsfell, etwas zusselig, unkonventionell, gut gebaut, gut gepflegt und nicht so arbeitsam. Der war ja 3 Jahre länger an der Schule, weil er immer mal eine Ehrenrunde gedreht hatte. Der hatte eine Grundlagenbefreiung von Sport. Da braucht er gar nicht anzutreten, da hat er sich in die Ecke gesetzt und Bücher gelesen. Er hatte ein Stillhalteabkommen in Mathematik. Das Stillhalteabkommen war 3 minus und sie halten die Klappe, weil es bringt eh nichts. Das waren Zeiten, da ging das noch. In Latein und Griechisch und Deutsch war er ordentlich. In Deutsch sehr gut, in Latein und Griechisch so eher, sagen wir mal so, Mann. Er war so witzig, dass er bei jedem Text wusste, was drinstehen musste. Das war irgendwie ganz kurios. Nicht? Er hat das Latein und Griechisch nicht wirklich beherrscht, aber er wusste, was da stehen musste und hat immer das Richtige getroffen. Der Lehrer sagte immer, im Detail nicht richtig, aber insgesamt gesehen gut. Das muss man erstmal bringen. Und er war einer meiner ersten echten Mentoren, abgesehen von einem, der gleich noch kommt, weil Peter las alles, was ihm in die Quere kam. Der kannte Bücher, davon hatten selbst die Lehrer noch nichts gehört. Und der kam immer an und sagte, guck mal hier, lies das mal. Das führt zu nichts, aber es ist sehr lustig. Der hat mich zum Beispiel mit dem deutschen Schriftsteller Schmidt kennengelernt, bekannt gemacht. Ne? Meine erste Lektüre war Seelandschaften wie Pocahontas. Ich habe in meinem Leben nicht so gelacht wie mit diesem verrückten Mini-Text. Schmidt, Seelandschaft mit Pocahontas. Ich habe ihm viel zu verdanken. Und er hat eigentlich auch immer so seinen Weg gemacht. Er hat mit einem Minimum an Aufwand immer ein Maximum an interessanten und freudvollen Dingen gemacht, hat seinen Lebensunterhalt später verdient als Töpfer, hatte immer die Ambition, Künstler zu werden. Und weil er immer knapp bei Kasse war, hat er irgendwann reich geheiratet, das muss man auch erstmal bringen. Eine Bäuerin vom Niederrhein, die gerade den Hof verkauft hatte und auch nicht mehr arbeiten musste. Ich dachte, ideale Kombination, die kam mal bei mir mit so einem Mercedes SE 280, also 280 SE, so ohne B-Säule, so ein Halbcabriolet. Ich dachte echt, der Peter hat das mal wieder geschafft. Aber da hat er sich in den Finger geschnitten. Die Bäuerin vom Niederrhein, die war arbeitsam, die wollte klare Linie, die wollte Erfolg und Leistung. Und sie hat immer gesagt, Peter, ich habe dir hier ein Atelier gekauft, jetzt mach auch was. Und nachdem das nach 10 Jahren immer noch nicht der Fall war, hat sie ihn rausgeschmissen, dann hat er sich zu Tode gesoffen. Das ist auch schade. Also ich sag mal, ich widme diese Vorlesung dem Andenken an Peter Maschke. Wir haben auch einige Sachen so zusammen gemacht. Beispielsweise waren wir mit bei den Pionieren des Jazzclub Domizil. Ich bin da eines der Gründungsmitglieder, also nicht aktiv, aber sozusagen ich war von Anfang an dabei. Einige Ältere hier in unserer Generation werden das noch wissen. Das ist mittlerweile immer noch einer der bedeutendsten Jazzclubs in Deutschland. Und das war für mich eine neue Lebensdimension. Nicht? Also
Ausbruch aus diesem festgefahrenen, vordefinierten, klar strukturierten Ruhrgebietsmilieu ab in den Jazzkeller. Peter, der Jazzkeller, ich als Lebenskünstler später am Bau. Meine nächste Inspiration war Henna Schlieker, der Mann, bei dem ich Malerei studiert habe. Der hatte einen kleinen Bauernhof in der Nähe von der Universität Bochum und er war der Kunstausbildende an der Universität, eine der wenigen Universitäten, an der man das machen konnte. Und ich habe neben meinem akademischen Bereich auch immer die Kunst aktiv gefördert. Und wir waren gut miteinander befreundet. Und man sieht ja schon an diesem Foto, ne, mit dieser großen Teichpflanze auf dem Kopf, die Arme ausgebreitet, fröhlich nach einer Exkursion zur Landschaftsmalerei. Das machten wir immer einmal im Jahr. Und der lebte von der Malerei und von dieser einen Stelle an der Universität. Später war er Direktor des Kunstmuseums Bochum und eine fröhliche Type. Der hat mich in der Malerei auf den Weg gebracht. Und der letzte im Bunde, das ist mein Lieblingswirt in München, Harry Nettekofen. Leider lebt er nicht mehr, aber man sieht schon hier an dieser Geste, sein Motto war »I did it my way«. Sie kennen den Song von Sinatra, das haben wir auch gespielt, als wir ihn begraben haben. Der war da Kneipier, der kannte Hinz und Kunst in ganz München, alle kamen zu ihm, weil da war so eine Enklave. Da war es egal, ob du Krupp hieß oder weiß der Teufel was, da kamen Schauspieler und Müllwerker und alles. Die Leute trafen sich da in dieser kleinen Kneipe und da waren sie alle gleich. Dafür hat er gesorgt. Vor ein paar Jahren leider gestorben. Hier haben wir ein ernsthafteres Bild von ihm. Aber so ernst war er selten. Helmut Zimmermann, einer der Lehrer, die Peter Maschke und ich gehabt haben, das war, weil ich wüsste nicht zu sagen, ob er ein Lebenskünstler war. Ich wage das nicht so wirklich. Aber es war so ein Mensch, der in sich ruht und der mir ein Zitat gab, das zu einem meiner Mottos wurde. Denn er ist mit Fairnessen, also Helmut Zimmermann, immer sehr elegant umgegangen. Er wusste, im Religionsunterricht, den machte er auch, da war es sehr schwer, die Jungs bei der Stange zu halten für ernsthafte theologische Fragen. Darum hatten wir mit ihm ein, wie soll man sagen, Gentleman's Agreement. Das war ein Jungsgymnasium, da gab es keine Mädels. Und das war so, diejenigen, die kein Interesse hatten, die bekamen eine 2 und gingen in die hinteren Reihen und durften Skat spielen. Aber leise. Oder Doppelkopf. Also das waren die beiden Alternativen. Und diejenigen, die Interesse hatten, die saßen vorne und mit denen hat er interessante Dinge gemacht. Also mythologische Texte gelesen von den Ägyptern, den Sumerern bis hin zu den Germanen und Philosophen studiert. Da hat er immer so kleine Florilegien gemacht. Und er hatte seine Freude mit uns und die anderen hatten ihre Ruhe. Die einen kriegten eine 2, wir kriegten eine 1 und damit war der Kars gegessen. Und einer der Autoren, die er nannte, war Ralph Waldo Emerson aus dem 19. Jahrhundert. Man sieht schon an der United States Postage hier 3 Cent. Je kleiner nicht die Centgrößen sind, desto berühmter sind die Leute. Der Washington ist auch auf der One-Dollar-Bill. Und Ralph Waldo Emerson überlieferte mir den Satz, whoso would be a man must be a nonconformist. Also wer Mensch steht hier für Mensch, wer wirklich Mensch sein will, muss nonconformist sein. Das hat mich irgendwie fasziniert. Das passte zu den bisherigen Erfahrungen dazu. Nicht? Auch der Linio Tang, der wollte ja das, man merkt es, der wollte nichts, aber man sah, wenn man so ein bisschen die Reihe verließ, nicht, war das alles entspannter. Und das habe ich mir zu einem meiner Mottos gemacht, whoso would be a man must be a nonconformist. Also immer mal wieder was anderes ausprobieren. Die Gelegenheit dazu kam viele Jahre später unter dem Stichwort ab in die Südsee. Jawohl, Sie unterstreichen das an der richtigen Stelle im richtigen Moment. Wenn ich eins gelernt habe, man kann auf Publikum immer vertrauen. Ich merke das sofort, wenn Sie sich langweilen und wenn hier solche Unterstreichungen kommen, merke ich, ich bin sozusagen spirituell, intellektuell auf dem richtigen Weg. Also Südsee. Nochmal. Suche 3. Wie kam das eigentlich dazu?
Ich war zu der damaligen Zeit Assistent in Erlangen. Und mein dortiger Mentor Jürgen Gebhardt, der hatte eine einzige Stelle, die eine Lebenszeitabsicherung war. Und wie Sie wahrscheinlich sich vorstellen können, so eine Universitätskarriere ist eigentlich keine sehr, ist keine Garantiekarriere. Sie können nicht sagen, da fange ich an, da komme ich schon durch, sondern der Trichter wird hier weiter, man kommt immer enger. Und alle, die da nicht hinpassen, nicht, da haben sie 10 Assistenten und einer davon wird Professor. So, sie haben so eine 10% Chance. Und ich hatte gedacht, da ist eine Lebenszeitstelle, wenn die frei wird, da war ein Älterer drauf, da hatte ich mit Jürgen Gebhardt verabredet, also wenn die frei wird, dann kriege ich die. Das war jetzt nicht Lebenskunst, das war einfach nur Taktik. Es passiert aber was ganz Merkwürdiges. Da merkt man wieder, was Taktik, Strategie und Lebenskunst miteinander zu tun haben. Deshalb erzähle ich die Geschichte. Der Typ wollte und wollte nicht gehen. Und ich habe mir gedacht, naja, ich muss mir irgendwie eine Stelle suchen, eine Finanzierung. Die läuft an der Uni ja irgendwann aus. Du hast immer nur befristete Zeiten und dann ist vorbei. Also hatte ich zuerst mal gedacht, ich mache was über Sicherheitspolitik. Ich wollte was machen in der Zeit über Sicherheitspolitik im Umfeld der NATO, des NATO-Doppelbeschlusses. Also ganz handfeste alternative Strategien in der europäischen Verteidigung. Da war ich auch schon ziemlich weit. Ich kannte da die Leute, inklusive Oskar Lafontaine und wer da sonst auch immer auf dem Gebiet da argumentierte. Spanocki und Brosolet, die österreichischen Generäle, die die Alternativverteidigung in Österreich aufgebaut hatten. Also ich war da schon ziemlich weit in der In-Group drin. Da kam ein großes Forschungsprojekt, gefördert von der Max-Planck-Gesellschaft, die dieses Thema besetzten. Und ich war nicht dabei. Und da wusste ich, da brauche ich nicht gegen anstinken als Einzelner. Die machten genau dasselbe Thema, wie ich machen wollte. Dann habe ich erst gezögert. Was mache ich denn jetzt? Da kam ein Freund, Kollege und sagte, du musst ein anderes Thema nehmen, mach irgendwas Abseitiges vom Mond. Da hast du keine Konkurrenz. Wir haben noch Sicherheitspolitik im Südpazifik, im insularen, kein Scherz, nicht? Sicherheitspolitik im insularen Südpazifik. Das kannst du haben, das Thema, aber wir haben kein Geld mehr. Da habe ich mir gedacht, das macht irgendwie keinen Sinn. Dann habe ich 3 Stiftungen angerufen, die dritte darunter, das war die Thyssen-Stiftung hier in Köln. Die haben gesagt, das klingt interessant, stellen Sie doch mal einen Antrag. Einfach so, ne? Telefon, zack, stellen Sie mal einen Antrag. Ich so ein paar Worte zusammengeklaubt und dann haben die gesagt, ja, jetzt müssen Sie daraus noch einen richtigen Antrag machen. Das ist jetzt nur so eine Ideenskizze. Und dann bin ich zur Stiftung Wissenschaft und Politik, die kennen Sie aus dem Fernsehen, die machen viel Kommentare zur internationalen und lokalen Politik. Und habe gesagt, die Leute, ich habe hier dieses Thema, ich kenne ein paar von euch, könnt ihr mir helfen, ich habe keine Ahnung. Und wie es der Teufel will, oder Dummheit oder Glück oder sonst was, war diese Stiftung der Hauptgutachter bei der Thyssen-Stiftung. Also ich war sozusagen mitten im, würde ich sagen, eine Hand wäscht die andere Dschungel gelandet. Und ich hatte dieses Stipendium. Das Ding lag aber in mir auf dem Tisch. Da kommt der Gebhardt zu mir und sagt, so, die Stelle ist jetzt frei. Was machst du da? Na, was machst du da? Und ich habe mir gesagt, universitäre Sicherheit bis zum Ende deines Lebens. Auf der anderen Seite, welcher Politikwissenschaftler ist schon mal mit einem Sack voll Geld in die Südsee gefahren und konnte sich die Gegend angucken? Die Antwort war, keiner. Ich war der Erste. Da habe ich den Gebhardt angeguckt und habe gesagt, ich habe mit der Stelle vergessen, weil ich fahre in die Südsee. Das habe ich dann auch gemacht. Ich habe das auch nie bereut. So zwischendurch kriegt man mal so ein Jucken hier hinten, so, wenn man denkt, oh Scheiße, nicht? Das ist echt die. Du bist voll auf das Risiko gegangen. Du hättest deine Ruhe haben können. Irgendjemand sagt, ach, mach sich keine Gedanken, bei Ihnen wird das schon irgendwie gut gehen. Ich sage, das sagst du so. Aber erstmal habe ich das vergessen, bin in die Südsee gefahren. Das hatte einen Familienhintergrund. Mein Vater war, wie ich gesagt habe, Seemann. Und der ist einmal um die Südsee rum, der kam nur nicht hin, der hat immer davon erzählt, hier ist er auf Mahé. Mir ist egal.
Machen Sie ruhig Licht an. Was ist besser? Und dann war ich in der Südsee. Weil ich dachte, was der Papa nicht geschafft hat, kannst du ja nachholen. Und hier finden wir uns in Waikiki, am Strand von Oahu. Im Hintergrund der berühmte Diamond Head. Ein paar Hotels. Da ist die University of Hawaii in Manoa Valley. Ich habe, wenn Sie hier mal schauen, hier gewohnt. Moment, können Sie meinen Zeiger sehen? Da oben in der zweiten Reihe. Über Kollegen bin ich zu Werner Levy gekommen, der dort Professor für Politikwissenschaft war, einer der Gründungsprofessoren der Political Science an der University of Hawaii. Und da hatte ich seitdem immer ein Dachzimmer jederzeit zur Verfügung. Also wenn immer ich Lust hatte, nach Hawaii zu gehen, das kostete nur den Flug, der Rest war vor Ort. Zimmer, Bettwäsche, Freunde, Auto, bequem. Naja, jedenfalls da habe ich angefangen. Da bin ich auch die meiste Zeit geblieben. Das war mein Blick aus dem Fenster. Es gibt Schlimmeres, kann ich nur sagen. Von da aus ging es dann nach Majuro, nach Mikronesien. Hier sieht man die Insel aus der Luft. Hier die Hauptstraße. Von da aus nach Palau, Papua-Neuguinea, Australien, Neuseeland, Samoa, Tonga, Fidschi und so weiter und so fort. Aber man zweifelt ja dann doch an solchen Stellen, ist diese spontane Entscheidung, die ich da getroffen habe, ist das irgendwie weise gewesen? Der Kars war ja nicht gegessen, nicht? Das war mein Habil. Und danach bin ich wieder zurück und habilitiert. Und Lebenskunst hin, Lebenskunst her. Ich habe mich sozusagen für das abenteuerliche Vergnügen im Gegensatz zum zur spießigen Sicherheit entschieden. Als akademischer Oberrat habe ich gesagt, nee, nichts für mich, ich will in die Südsee. Aber man kriegt ja doch seine Zweifel. Nicht? In dem Augenblick, wo man anfängt zu zweifeln, ist halt immer so richtig, was du da machst. In dem Augenblick fängt das an, was ich sagen würde, das ist dann die ernsthafte Beschäftigung mit der Frage nach der Lebenskunst. Ne? Man sucht nach irgendeinem Kriterienkatalog, wir werden noch darauf zurückkommen, was kann ich denn, was sollte ich machen, was haben andere sich überlegt in solchen Situationen, machen wir weiter. Also man begibt sich auf die Suche nach Vordenkern. Das war jetzt nicht in unmittelbaren Nachklang zu dieser Reise, sondern das habe ich jetzt nochmal gemacht und habe gesagt, was findet man eigentlich da? Meine vierte Suche, die Suche nach Vordenkern. Diesmal bin ich in den Buchladen gegangen, weil die Online-Recherche hatte ich ja schon gemacht und Sie wissen, was dabei zutage kam. Hier haben wir nochmal ungefähr die gleiche Zusammenstellung. Hier haben wir Wilhelm Schmidt auf der linken Seite, der letzte Woche hier gesprochen hat. Das Buch ist extrem wertvoll, weil er tatsächlich dieses ganze Panorama abschreitet. Wer hat von der Antike bis in die Gegenwart sich mit dem Thema Lebenskunst beschäftigt? Und wenn Sie eine Fundgrube suchen, kann man nur dieses Buch empfehlen. Es ist kein Ratgeber der Lebenskunst in dem Sinne, aber es eröffnet die Türen zu der Literatur. Einer der wesentlichen Köpfe in dieser Bewegung, von einer Inspiration, zu der auch Schmidt kommt, den Kollegen Schmidt angeregt hat, war die Lektüre von Foucault. Foucault, der französische Philosoph, man kann durchaus sagen Modephilosoph für lange Zeit, heute ist das nicht mehr so en vogue, aber das war so zwischen den 70er Jahren bis vor kurzem, war das der sozusagen Anreger ganzer Generationen. Der ist so am Richtung Ende seines Lebens auf dieses Thema gekommen, das uns öfter nochmal begegnen wird, nämlich die Sorge um sich selbst. Er war selbst in einer kritischen Situation, man spürt das den Büchern an, daher funktioniert auch der Ton zwischen Leser und Autor. Man spürt das den Büchern an, dass es ihn wirklich existenziell beschäftigt. Er war einerseits in dieser Zeit ein berühmter Philosoph.
Er war noch in einer Gesellschaft, in der die Homosexuellen eher einen schweren Stand hatten. Er gehörte dazu und er hatte AIDS. Ja, und den hatte auch die Frage geplagt, ne, wie ordnet man sein Leben, welche Fragen haben uns bewegt? Und im Grunde genommen ist das, was er zum Vortrag bringt, die Position, unsere Herausforderungen haben sich verschoben. Die kritische Linke hat lange Zeit in der Terminologie von Revolution, Klassenkampf, Kapitalismus, Sozialismus diskutiert und wir sind jetzt plötzlich ganz woanders, nämlich auf der Ebene von Sexualität und Kultur. Das war so ungefähr seine Botschaft. Also das ist sozusagen für die Zeitgenossen, ist das der Schlüsselautor gewesen, der das Thema auf der philosophischen Ebene wieder hochgeholt hat, also sozusagen wieder mit Würden verliehen hat. Das war lange Zeit, war das so wie, liest ein Marc Aurel und gut ist. Ich habe dann bei der Suche nochmal weit zurückgegriffen und habe gedacht, wo fängt das eigentlich an? Gibt es so etwas wie Lebenskunst schon in den bronzezeitlichen Hochkulturen? Das, was wir am ehesten finden, sind dort Weisheitsbücher. Das ist hier von Ptahotep, dem Ägypter. Da ist relativ viel von erhalten. 2500, 2400 vor Christus, also schon wirklich sehr lange her. Ptah ist zufrieden. Ptah ist ein Gott und er ist zufrieden mit ihm. Das heißt, Ptahotep führt ein Leben, das gottgefällig ist. So, das heißt auf Deutsch, Ptahotep ist so viel wie Gottlieb, wenn man es auf Deutsch übersetzt. Aber was erzählt er da? Ich habe das mal zusammengefasst in drei Sätzen. In diesen Maximen, die er überliefert hat, stehen eigentlich nur drei Sachen drin. A, halt den Ball flach, tu, was man dir sagt und ärgere die Leute nicht. Das ist so als Lebenskunst nicht sehr hilfreich, das heißt einfach Kusch. Aber das finden Sie überall, die ganze Antike im Umfeld des kosmologischen Mythos, die Weisheitsliteratur sagt immer nur, Ball flach halten, Leute nicht ärgern, ne? Gesetzestreu sein, fertig, aus, mehr brauchst du nicht. Dann geht's dir gut, das mögen die Götter. Lebenskunst. Der Foucault, der weist eher darauf hin, ja, man muss dann bei Sokrates und Platon nachschauen. Was haben die uns zu bieten? Von denen stammt das Stichwort der Epimeleia Heautou, der Sorge um sich selbst. Und es ist tatsächlich die Initiierung der reflektierten Selbstgestaltung. Das kann man sagen, das haben wir Sokrates und Platon zu verdanken. Aber jetzt lesen Sie doch mal diese Dinge und schauen sich diese beiden Leute an. Was passiert da sonst noch? Also Sie können die platonischen Dialoge durchforsten von vorne bis hinten zu der Frage, was soll ich denn da tun, wie entscheide ich mich richtig, da passiert wenig. Das Einzige, was Sie da drin haben, ist der beständige Hinweis darauf, dass Sie sich um Ihre Seele kümmern sollen, dass Sie da Ordnung reinbringen sollen, Vernunft oben, Gefühle unten. Da ist so eine klare Hierarchie, das steht einfach fest, das bringt der Platon so vor. Und der entscheidende sozusagen Durchbruch ist, dass man überhaupt sich selbst und sein Leben und die Gestaltbarkeit dieses Lebens ernst nimmt. Also ich will das nicht klein machen, aber mehr als diese Einsicht finden wir da nicht. Die Lektüre macht viel Freude, es ist interessant, aber für die praktische Herausforderung Lebenskunst heute, außer dass jemand wie Foucault sagt und auch Schmidt, so ja, da geht's los, darüber hinaus ist es schwierig. Aristoteles ist ein bisschen ein anderes Kaliber, obwohl ich kein Aristoteliker bin in dem Sinne, dass mir seine Metaphysik und Methodik etwas zu eng ist, aber das ist ein ganz anderes Thema. Bei dem kommen wir einen Schritt weiter in seiner nikomachischen Ethik, denn dort stellt er drei Lebensmodelle vor und das ist praktisch erhellend. Das eine ist das Leben des Genusses, auch Geld und Reichtum zählen dazu. Das Leben von Politik, Macht und Ehre, die Vita Activa, und das Leben der Kontemplation, die Vita Contemplativa. Und das Interessante ist, dass er nicht nur diese Typen unterscheidet und sagt, das besteht da und da und darin, sondern er gibt auch Kriterien für die Auswahl. Und zwei der Kriterien sind interessant, das sind auch die wichtigsten. Das eine Kriterium ist,
Wenn du das machst, bist du abhängig von anderen Menschen oder nicht? Und das zweite Kriterium ist, ist die Sache in sich selber schon sinnvoll? Also ich mache das nur an einem Beispiel. Geld, egal wie viel Sie davon haben, als Haufen, ist halt nutzlos. Man muss irgendetwas machen, Geld ist nur ein Mittel. Nach Geld zu streben an sich ist absurd. Außer man hat einen klaren Plan, was man damit machen will. Also zum Beispiel, dass ich sage, ich kaufe sie alle und sie müssen jetzt immer lachend vor mir in der Vorlesung sitzen. Ja, das wäre ein klares Ziel. Beim Genuss ist es schon wieder schwierig, weil er denkt hier, Genuss im engeren Sinne, nämlich so Mann, Frau, Mann, Mann, Frau, Frau oder wie auch immer. Braucht man immer zwei zu. Und Sie kennen das aus der eigenen Erfahrung, da kommt immer der Moment, wo einer sagt, Sie sind da nicht autonom. Beim Reichtum auch das Problem, das müssen Sie irgendjemandem wegnehmen. Im Leben von Politik, Macht und Ehre passiert genau das Gleiche. Natürlich kennen wir viele Leute, die fahren darauf ab, mächtig zu sein, aber das sind die niemals allein. Die sind nur so lange mächtig, wie andere das wollen. Das Problem ist nicht der Trump. Das Problem sind die, die ihn gewählt haben. Das verkennt man immer. Idioten laufen haufenweise herum. Das Entscheidende ist, es müssen Wähler da sein, die diese Idioten wählen. Und die machen mir mehr Angst als dieser Verrückte. Im Augenblick sehr, aber so im Prinzip ist die Sorge eher auf meine Frage, jawohl, da haben wir wieder so einen Punkt der Unterstreichung. Das ist genau der Punkt. Unsere Sorge muss eher dem amerikanischen Volk gelten, als diesem einen Irren. Aber schlimm genug. Aber Aristoteles sagt, Form 1, Form 2, weder autonom, noch alleine zu haben, noch sinnvoll in sich selbst, denn was machst du mit der Macht? Nur wenn du damit irgendwas machst, hast du was davon. Deshalb empfiehlt er die Vita Contemplativa, das Leben der Kontemplation. Er nennt das eigentlich Bios Theoreticos. Das klingt für unsere Leben der Theorie, das klingt ein bisschen merkwürdig. Aber was er damit meint, ist relativ einfach erklärt. Er sagt, Lernen und Wissen macht an sich Freude. Und wenn man sich die Welt betrachtet, wie sie ist und etwas dazulernt, das kann man ganz allein machen, durch seine eigene Beobachtung und durch Nachdenken. Das können Sie, da brauchen Sie niemanden für. Das geht alleine langsamer, aber es geht auch. Und die Freude haben Sie, egal was sonst passiert. Und die Freude über eine Entdeckung kann man Ihnen auch nicht mehr nehmen. Eine Einsicht, die Sie selber gewonnen haben, ist eine befriedigende Erinnerung in sich selbst. Da muss man nicht mehr viel hinzutun. Naja, machen wir weiter. Epikur gilt ja so als der Philosoph der Lust und der Freude. Hier haben wir ihn auf einem Schemel sitzen. Aber was ist tatsächlich seine Message? Sein Lebensziel ist nicht insgesamt die Lust, sondern er geht eigentlich nur von dem Grundüberlegung aus. Natürlicherweise, uns ist das ganz klar, wollen wir eher Vergnügen haben, als dass wir Schmerzen haben wollen. Wie kriegen wir diese Balance hin? Und er geht wie alle anderen Philosophen seiner Zeit davon aus, dass die Lebenssituation im Großen und Ganzen eher prekär ist. Das Wichtigste ist, dass wir unerschütterlich werden gegenüber all den Gefährdungen, die wir haben. Denn eine Chance, nur der Lust zu leben, sieht er gar nicht. Er hat einen eigenartigen Ruf als Hedonist, nur weil er das Stichwort einführt, Hedone, Freude. Und er sagt, das Wichtigste dahin, das sind die drei Hauptrezepte, ist Kontrolle der äußeren Verhältnisse und der eigenen Leidenschaften, Strebungen, Vermeidung von allem, was irgendwie so schief gehen könnte und zum Schluss die Balance zwischen der Anstrengung und der müßigen sich zurücklehnen. Und er sagte, daraus entsteht die Lebensfreude. Das ist eigentlich ein sehr bescheidener Philosoph. Wenn man ihn als Hedonisten klassifiziert, tut man ihm eigentlich Unrecht. Er ist der Stoa viel näher, auf die kommen wir gleich, als wir so gemeinhin denken. Hier haben wir Marc Aurel, der in den Gesprächen mit sich selbst oder den Anweisungen oder den Hinweisen an sich selbst, das heißt einfach nur an sich selbst, das Thema rauf und runter definiert. Und er stellt anstelle der Lust das gelungene Leben, also einen aristotelischen Begriff, in den Mittelpunkt und sagt, das funktioniert über Selbstvervollkommnung
Die wiederum geht darum, die eigene Vernunft und die Vernunft des Kosmos, das nennen die Stoiker das Pneuma. Die Welt ist in sich vernünftig und gut geordnet, wir müssen das nur erkennen. Was bei ihm neu hinzukommt, ist, dass man Kompromiss geben muss. Man darf nicht egoistisch sein als Mensch, der versucht, sein Leben zu ordnen, sondern man hat, wenn überhaupt, sehr viel davon, wenn man sozial offen ist und sich für das Gemeinwohl engagiert, nicht wenn man sich so zurückzieht auf seine eigene Insel der Seligkeit. Aber ansonsten sind Apathie, also die Freiheit von Leidenschaften und Ataraxie, Unerschütterlichkeit, die Hauptingredienzien eines gelungenen Lebens. Apathie und Ataraxie, wenn man es nicht besser wüsste, dass die sich nicht kannten, würde man immer vermuten, die Stoiker und die Buddhisten hatten sehr enge Beziehungen miteinander. Denn die Lehre Buddhas läuft genau in die gleiche Richtung. Nicht? Die eigenen Leidenschaften kennen, und das Rezept ist, wenn man sich darüber erhebt und sich dieses ganze Begehren, ne, weglässt, dann hat man auch kein Verlustgefühl. Was du dir nicht wünschst, das kann dir nicht vorenthalten werden. Das ist jetzt kein Rezept für ein lustiges Leben. Ja. Aber es funktioniert. Und dann ist lange Pause. Nach Marc Aurel kommt das Christentum, dann ist für 1000 Jahre Schicht im Schacht. Lebenskunst null. Der Erste, der das wieder aufgreift, da ist auch nichts zu berichten. Epikur war schlecht beleumundet und war total verpönt. Ja, und alles andere war eher so, kommen wir gleich noch dazu, Nachfolge Christi. Dann kommt Montaigne, der greift das Thema wieder auf, der Essayist. Und was ist mit den anderen Philosophen der Moderne? Da ist wenig. Nehmen Sie Descartes, Lebenskunst, Methodiker, Metaphysiker, zeitlebens etwas beleidigt darüber, dass die Sorbonne ihn nicht als großes Genie anerkannt hat. Hobbes, ein echter Knötterkopf. John Locke, Lebenskunst kommt in seiner ganzen Philosophie nicht vor. Ich schätze ihn sehr als Stilisten. Man hat so das Gefühl, der Mann hat so einen gewissen Humor und eine gewisse Leichtigkeit in seinem Denken. Mehr weiß ich über ihn nicht. Rousseau, Voltaire, Lebenskünstler, Kant. Ich meine, ich bitte Sie, der Typ ist zu jedem Tag an selben Uhrzeit aufgestanden. Man konnte die Uhrzeit nach ihm stellen. Ganz Königsberg wusste das. Der lief wie ein Uhrwerk. Da hat man intuitiv das Gefühl, da fehlt so dieses Minimum an souveräner Freiheit, das ein Lebenskünstler braucht. Wir können immer weitergehen. Hegel beschäftigt sich mit dem Thema nicht. Schleiermacher, der Theologe, so etwas. Im 19. Jahrhundert kommt das dann so wieder. Dann finden Sie so jemanden wie Nietzsche, der sich mit dieser Frage wieder bemüht. Das ist noch am ehesten interessant auf dem Gebiet. Aber ansonsten, wenn wir nach Vorbildern suchen, sind wir wieder zurück am Anfang von meiner Recherche online. Was man findet, sind Maler und Schriftsteller, Aussteiger, auch Psychologen, Gurus und Coaches. The Art of Living. Und alles gemischt durcheinander. Nein, es ist nicht ganz richtig. Es gibt einen, der hat hier in Köln die Uni wieder mitgegründet, Max Scheler. Der hat sich mit dem Thema beschäftigt und auf dem möchte ich nochmal eingehen, da bin ich drauf gestoßen. Er hat diesen Typus untersucht, und aber gleich mit einem Missverständnis begonnen. Es gibt von ihm ein Buch, das heißt Vorbilder und Personenvorbilder und Führer. Ich habe leider den deutschen Text nicht mehr bekommen, darum mache ich das hier auf Englisch. Und das Interessante an diesem Aufsatz ist, posthum veröffentlicht, das war nicht zu Lebzeiten, den hat er aus irgendeinem Grunde nicht rausgegeben, ist, dass er so Typen aufgestellt hat. Er sagt, man kann die Menschen nach Typen unterscheiden. Der erste Typ, den er nennt, ist der Heilige, the Saint. Den zweiten Typ, den er nennt, ist das Genie. Den dritten Typen, den er nennt, ist der Held. Dann Leading Mind of Civilization, das heißt, wir würden heute sagen, kulturelle oder zivilisatorische Leistungsträger. Und als letztes kommt der Master in the Art of Living. Im Deutschen steht da einfach nur Lebenskünstler, aber da sieht man auch schon wieder dieses Problem, was ich schon genannt habe. Im Englischen kannst du das so nicht übersetzen.
Läuft eigentlich unsere Aufzeichnung? Gut. Und da ist interessant, was er dazu schreibt. Sie können alle genug Englisch, dass Sie das auf Englisch zitieren, oder soll ich das simultan Deutsch übersetzen? Lieber Deutsch? Geht so. The master in the art of living is a pure type of person. Although belonging to the lowest rank among values, also der Lebenskünstler steht ganz unten in dieser Hierarchie der Typen. Ne? Herzlich willkommen, das sieht man wieder ganz unten. It is characteristic of this person that he develops into a sovereign art all enjoyments and pleasures. Also der Lebenskünstler wird hier identifiziert als reiner Hedonist. Das ist das Missverständnis, was ich meine. Sie hören im Hintergrund die Melodie dazu. Das kommt genau zum richtigen Moment, weil man muss diese philosophisch bitteren, kritischen Sätze gleich so etwas unterschmeicheln. His existence is characterized by only one principle, to prefer pleasure to what is unpleasurable. Und das ist das Schöne an ihm, er hat nur ein einziges Prinzip, das ist mal endlich überschaubar. Indeed, he turns all values, even the holy, selbst das Heilige, und sogar the values of the mind, also die geistigen Werte, das Noble, auch das Lächerliche, into objects of enjoyment. Er macht sich aus allem einen Zoros. His inner consistence of doing so makes the master of the art of living a pure type of person. Es ist ein reiner Archetypus, weil er nur ein einziges Prinzip hat und dem alles unterordnet. Und das ist sein Hauptunterscheidungskriterium. Das ist im nächsten Satz, das brauchen wir eigentlich nicht mehr. The master in the art of living sees that the pleasurable in its essence occupies only a point in space and time and that any objective increase of it can only harm it. Das heißt, man kann eigentlich an dem Vergnügen nicht viel ändern, sondern das ist so ein momentanes Dasein. Das passiert da so und wenn man das versucht, da noch Arbeit reinzustecken, das ist schon Käse. Das kann ich gut verstehen. Spaß soll locker kommen. Aber das brachte mich auf einen Gedanken, meinen fünften Gedanken, nämlich den Gedanken, dass mal durch Erfahrung und Geschichte oder in der Geschichte die Stelle zu durchdenken, wann tauchen diese Typen auf und welche Erfahrungen stehen dahinter. Denn das ist eigentlich das Thema der Forschung, die ich im Augenblick hauptsächlich betreibe, zu schauen, dass sich die Erfahrungsstruktur des Menschen im Laufe der Geschichte geändert hat. Und das steht im Hintergrund dieser Überlegung. Wenn wir ins Paläolithikum zurückgehen, was für einen Typus sehen wir da? Wir können so etwas identifizieren anhand des künstlerischen Ausdrucks, den die Zeiten hinterlassen. Was für ein Menschentypus steht dort im Mittelpunkt? Sind das die Venusfigurinen für Frauen. Es gibt so einen Frauentypus, der immer wieder auftaucht, der so etwas mit Üppigkeit und Mutterschaft zu tun hat. Und es gibt einen Typus, der immer eine Mischung aus Mann und Tier ist. Wir würden heute sagen Schamane vermutlich. Also der zieht sich eine Tiermaske über, vermutlich um irgendwie eine andere Erfahrungsdimension zu erreichen, durch die Augen des Tieres zu schauen. Aber wir wissen es nicht genau. Aber Mutter und Schamane, das gibt es oft, diesen Schamanen, genauso oft wie die Mütter. Ich habe hier nur ein paar Bilder hintereinander gelegt. Man sieht, es gibt die unterschiedlichsten Tieradaptionen. Es ist mal ein Löwe, mal ist es ein Bison, mal ist es ein Hirsch. Da haben wir nochmal. Und es gibt den Jäger. Der Jägertypus taucht auch gelegentlich auf. Das sind sozusagen die drei Typen, die im Paläolithikum auftauchen. Wir wissen nicht so recht, was Präferenz hat, was damit gemeint ist. Aber man sieht, das sind sozusagen sehr basale Figuren aus einer Gesellschaft, die sehr wenig soziale Differenzierung hat. Es gibt daneben auch noch manchmal normale, in Anführungszeichen, Menschen, aber das meiste sind Tiere und diese wenigen Figuren tauchen. Aber mehr wissen wir darüber nicht. Die Erfahrung, die dahinter steht, ist, es werden immer wieder Personen, wie hier zum Beispiel mit den Tänzern, die stehen da in einer Situation. Es sind immer situative Eindrücke. Es sind keine Abstrakter, sondern es sind Leute im Tanz.
Das ist so eine Art Snapshot. Das ist sozusagen das Äquivalent zum Polaroid in dieser Zeit. Also das Paläolithikum denkt sehr stark situativ, episodisch. Das ändert sich ganz plötzlich dann im Mesolithikum in der Bronzezeit bei den frühen Kulturen. Da taucht der Typ aus, der auch beim Scheler auftaucht, nämlich der Held. Also all die Dinge haben nichts mit Lebenskunst zu tun. Es geht um die Frage, welche Typen, wann tauchen welche Typen in der menschlichen Geschichte auf, welche Erfahrung bringt das? Der Held hat eine ganz klare Funktion. Er überschreitet die Grenzen des normalen Lebens und kommt in Kontakt mit den Göttern. Und wenn er das tut, wie hier zum Beispiel Gilgamesch, dann bringt er mythisches Wissen wieder zurück in die normale Welt. Also der Held ist so eine Art Kontaktperson zwischen dem Fremden in der Ferne und der Überbringung des Wissens zurück in die Menschenwelt. Das geht schon im Griechentum verloren. Odysseus ist nur noch ein Reisender. Obwohl, nur noch ein Reisender, da ist die Reise selbst der Kontakt mit dem Göttlichen und der Rückkehr dazu. Also wie dem auch sei, die Helden sind ein neuer Typus der herausgehobenen Personen des Kontaktes mit dem Göttlichen. Und das kann sowohl der Held als Einzelperson sein, so ein Halbgott, der mal aufbricht wie Gilgamesch, um ans Ende der Welt zu gehen und von einem Baum die Weisheit zu holen, zurück zu den Menschen. Das kann aber auch ein König sein, wie hier Hammurabi, der in Kontakt mit dem Gott tritt. Das können nur Könige, die Helden müssen sich immer mühen, die bei den Königen ist das etwas leichter. Und sich die Gesetze sagen lässt, die in seinen Stelen eingeht, wo er einen der ersten schriftlichen Rechtskodexes der Menschheitsgeschichte aufstellt. Also hier haben wir die Stele, auf der das eingeritzt ist. Und Hammurabi links, der vor den Thron eines Gottes tritt und sich erzählen lässt, was da reinkommt. Also Schamanen, Mütter, Jäger, dann Helden. Und dann kommt typisch sowohl in Griechenland als auch in Indien, als auch in China, dann kommt ein neuer Typus auf, der Weise. Die Weisen der Upanishaden, Konfuzius, Laozi, ungefähr alles zur gleichen Zeit. Hier im Westen oder im mediterranen Bereich ist das Solon, der zu den sieben Weisen gehört. Der Typus des Weisen, hier sind sie alle zusammen dargestellt in einer mittelalterlichen Handschrift. Der Typus, diese Typen haben sich alle als Figuren in unserer Geschichte eingebrannt und gehalten. Und der nächste Typus, der kommt so aus dem Umfeld der Hohenpriester des Judentums und wird dann christlich transformiert in den Personenkreis, der nicht nur einfach ein gottgefälliges Leben führt, sondern auch das Vorbild Jesu Christi nachahmt. Stichwort ist die Nachfolge Christi, auf Latein Imitatio Christi. Dieser Typus, der firmiert unter dem Heiligen und dem Märtyrer. Der Polycarp, das ist einer der ersten in dieser langen Heiligen- und Märtyrergeschichten. Und zwar immer herausgehoben, indem sie Christus nachfolgen, der seine Jünger auch als Nachfolger aufgerufen hat. Hier ist ein anderes Verhältnis, nicht? Der Held, der besteht ein Abenteuer am Ende der Welt, um Wissen zu erwerben und etwas zu richten. Und der Heilige ist derjenige, der sein Leben hingibt, um als Vorbild in Christi Nachfolge ein Paradigma für die anderen Menschen zu sein. Das bleibt das ganze Mittelalter über so, und mit der Renaissance und der Neuzeit und der Moderne kommt plötzlich ein ganz großer Wandel. Da stehen auf einmal die Typen da, die Scheler schon benannt hat, nämlich das Genie. Hier haben wir links Leonardo und rechts James Watt. Sie können durch die ganzen Zeiten gehen. Diese Figuren sind uns alle vertraut. Sie sind Bestandteil unseres geistigen Kosmos. Sie haben die großen Entdecker. Columbus und James Cook ist gerade pleite gegangen. Aber es hat immerhin 300 Jahre gehalten. Sie haben die großen Wissenschaftler, wir versuchen das ja alle so ein bisschen zu imitieren, Newton und Einstein, wer möchte nicht auch so. Das ist diese Motivation hinter den Wissenschaftlern. Nicht? Eigentlich wollen wir alle da oben auf dieses Podest. Wir wollen einen Nobelpreis, einen Pulitzerpreis, berühmt sein. Wir müssen einen runterschubsen vom Thron dafür und so weiter. Aber das Gedrängel in diese Richtung ist einfach das, was Wissenschaftler bewegt. Das ist wirklich ein Archetypus, hinter dem wir her sind. Und dann haben wir natürlich auch noch die großen
Leistungsträger der Gesellschaft. Gerade wurden die Preise wieder verteilt. Alfred Nobel, dank Dynamit, reich geworden. Oder hier John D. Rockefeller on Making Money. Oder die jüngsten Protagonisten, also so jung sind sie jetzt auch nicht mehr, Bill Gates und Jeff Bezos. Aber ist einer davon ein Lebenskünstler? Kann man sich Bill Gates als Lebenskünstler vorstellen? Nach welchen Kriterien? Ist Jeff Bezos ein Lebenskünstler? Hat er irgendwelche Kriterien erfüllt, die das uns nahelegen? Oder Rockefeller? Ich meine, so von seinem Humor kann ich es mir bei Einstein vorstellen, noch am ehesten. Aber ich glaube, der hat auch gearbeitet wie ein Verrückter. Wie viele von diesen Typen sind Lebenskünstler gewesen? Von Newton? Ich glaube, keine Ahnung. Columbus, das war ein hartes Leben. Cook auch, auf diesen kleinen Schiffen da, um die Welt zu segeln. Ich meine, da ist Pathos dahinter, ne? Das ist Abenteuer. Aber Lebenskünstler? Ja, dann kommt er in die Südsee, was macht er? Fährt wieder nach Hause. Ich meine, wie bekloppt ist das denn? Also wir haben hier so diese typologische Reihenfolge, die Lebenskünstler, wenn wir sie identifizieren wollen, müssen wir wieder zurück an den Anfang, da wo ich angefangen habe, bei der Online-Recherche, die so ein bisschen meandert, oder bei der persönlichen Erinnerung, oder wir müssen mal die Literatur fragen. Zur Typologie der Lebenskünstler. Das ist mein offenes Kapitel, das vorletzte. Ich habe mich gefragt, ja, wie kann man eigentlich diese Lebenskünstler dingfest machen? Ich habe unten, Sie sehen es hier nur so als kleinen Hinweis, in den Folien ist das später leichter zu erkennen, Angelika Stern, Alina Stöver und Monika da Silva-Bettner, wer sind Lebenskünstlerinnen? Das ist eine der wenigen Untersuchungen, eigentlich die einzige, die ich gefunden habe, die eine Typologie aufgestellt haben und dann nicht einfach gesagt haben, ja, so ist das, sondern die haben Hunderte und Aberhunderte von Leuten befragt. Das ist eine richtig schöne empirische, psychologische Untersuchung. Kennst du zufällig die Leute? Das ist eine schöne Untersuchung über die Psychologie der Lebenskunst. Und die haben dann einen riesen Kriterienkatalog gemacht und zum Schluss kommen sie mit klaren Ergebnissen raus und sagen, also so von der empirischen Erhebung her gibt es so ein paar Kriterien, die treffen auf die zu. Und ich habe die genommen, ich habe das genommen, was der Lin Yutang dazu geschrieben hat und dann noch ein bisschen daran weitergearbeitet und bin zu so einer Art Lebenskunst Quadranten gekommen. Das ist sozusagen mein fast letztes Wort. Also was auf der, wir haben die X-Achse und die Y-Achse, Sie sind mit diesem Muster vertraut, nicht rechts plus, links minus, oben plus, unten minus. Auf der Achse rechts wird abgetragen die eigentlichen intrinsischen Werte des Lebenskünstlers, eine positive Lebenseinstellung. Der Lin Yutang sagt einfach, das ist Humor. Selbstbestimmte Lebensgestaltung, das ist schon dieses Resultat zusammen mit der Reflexion der Sorge um sich selbst. Man muss ein Verhältnis dazu haben, dass das, was man da macht, auch sinnreich ist. Das ist Aristoteles, der sagt, die Dinge, die in sich selbst sinnvoll sind die, die die Lebenskünstler anstreben. Du darfst dich auch nicht irre machen lassen an dem, du brauchst Gelassenheit und damit das funktioniert, brauchst du sowas, wir würden heute sagen, Resilienz. Es darf dich nicht jede Katastrophe aus der Bahn hauen. Du musst damit umgehen können. Du musst eine Fähigkeit zum Coping haben. Du musst sozusagen so ein bisschen so. Das ist das, was auch Epikur und die Stoiker sagen letztendlich. Diese Ataraxia ist nichts anderes als die Fähigkeit dazu, etwas robust durch die Erschütterungen des Lebens zu gehen. Was nicht funktioniert, das ist sozusagen die Minuspunkte, ist negative Lebenseinstellung statt positiver, also die Griesgrämer, außen geleitet zu sein, nachahmend. Also wer immer das macht, was andere ihm sagen, der hat ja natürlich keine Chance. Wenn man das auch nicht bemerkt, wenn man unreflektiert ist, das funktioniert nicht. Wenn man das, was man tut, als leer empfindet, hat man schlechte Karten. Wenn man statt Gelassenheit von Sorge und von Angst getrieben ist, und wenn man statt Resilienz ein labiler Typ ist, da kann man sich ungefähr vorstellen, diese Menschen, wir kennen sie, das sind die, die erschüttert sind und im Freundeskreis, die immer Hilfe brauchen.
Aber das sind sozusagen die individualistischen Größen. Auf der senkrechten Achse habe ich diese Einsicht eingetragen, dass man auch sozial orientiert sein muss. Wir hatten das ja im Durchgang durch die verschiedenen Philosophen, dass es nicht reicht, nur das Intrinsische, das innere Eigene zu betrachten. Sozial kooperativ und empathisch zu sein, wenn man dieses Umfeld hat, dem gegenüber man offen und liberal ist, wenn man eher Freundschaft und Liebe sucht, Harmonie, Friedfertigkeit und den Menschen mit Toleranz und Respekt begegnet, irgendwie leuchtet uns das doch ein. Hingegen, wenn man ich-bezogen, geschlossen, dogmatisch, auf Rivalität aus, Konflikt, Aggressivität, Gewalt, Macht, Ruhm und Anerkennung, hat man schlechte Karten. Und jetzt kann man sich vorstellen und sagen, jetzt nehmen wir doch mal so einen Typen wie den Sokrates, wo steht er da? Ich mache das nur an einem Beispiel. Positive Lebenseinstellung, Humor? Nee, das Einzige, was wir von ihm kennen, ist Ironie. Da hat er keinen Punkt. Selbstbestimmte Lebensgestaltung? Ganz und gar nicht, ne? Um vorwegzugreifen, er ist das Genie der Logikentwicklung. Und er ist ein ausgesprochen scharfzüngiger Geist und er geht seiner gesamten Gesellschaft auf die Nerven, weil er überall rumgeht und jedem nachweist, dass er ein Idiot ist. Stellen Sie sich vor, wie beliebt Sie sind, wenn Sie das machen. Sie brauchen das nur heute zu versuchen, hier an der Fakultät. Ich gehe zu allen Kollegen und weise ihnen, dass sie einfach dumm, ungebildet und pfeifen sind. Macht mich total beliebt. Genau, egal ob das weiß oder nicht. Genau das macht er. Und dann verurteilen sie ihn zum Tode, weil sich alle aufgeregt haben und gesagt, so, dem zeigen wir es jetzt aber richtig. Dann sagen seine Freunde zu ihm, pass auf, das ist doch gar kein Problem, das ist hier offener Strafvollzug, komm mit, und die Sache ist erledigt. Dann sagt er doch, nein, ich bleibe hier, ich lasse mich umbringen. Er sagt mal, Lebenskunst? Nicht mit mir. Das machen andere noch zum großen Vorbild. Also ich wäre doch gegangen, Herrschaftszeiten. Hätte mich hingesetzt und hätte ein paar Bücher geschrieben. Die Möglichkeit war da. Sinn, Gelassenheit, Resilienz, ja, sehr viel Resilienz. Renitenz, würde ich mal sagen. Also in dem Bereich kriegt er meiner Meinung nach maximal 2 Punkte. Nicht, aber da er nicht friedfertig ist, sondern eher konfliktorientiert, kriegt er noch 2, 3, 4 Minuspunkte. Der ist nicht im Quadranten der Lebenskunst. Der ist nicht unreflektiert. Er hat auch irgendwie... Er ist nicht außen geleitet, sondern eher ganz merkwürdig, sowohl als auch. Also Sie sehen, mit diesem Raster kommen Sie sehr weit und sehr schnell zu einem Ergebnis der Einschätzung, was für einen Typus habe ich hier vor mir. Man könnte jetzt alle Leute durchgehen, das will ich nicht machen. Ich gebe Ihnen das so als eine Art Werkzeug mit und vielleicht machen wir mal eine Fortsetzung zu diesem Thema und machen mal so einen Check-up der Menschheitsgeschichte, wie viele Lebenskünstler bleiben uns dann übrig. Das kann man so schön in so ein Koordinatensystem eintragen. Da können Sie sich jetzt schon vorstellen, nicht? Der Sokrates, der steht da unten irgendwo bei +2 und -3, 4, ne, da unten. Und ich weiß nicht, Jesus kommt auch nicht hoch. Ne? Hat alle Begabungen. Und naja, ich will da nicht drauf eingehen, sonst kriege ich noch Ärger mit der Kirche. Aber man bekommt einen sehr klaren Blick auf seine Mitmenschen. Ich empfehle Ihnen das Instrument hiermit heute zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorgestellt. Gedanke 7 zum Abschluss. Das ist eigentlich eher eine Frage an Sie selbst. Was sind eigentlich unsere heutigen Herausforderungen für unsere Lebensgestaltung? Ich habe nur einen kursorischen Eindruck von den Gesprächen, die ich mit Studentinnen und Studenten führe. Die ältere Generation hat das Problem nicht, aber... Die jüngere Generation hat einmal das Problem eines Information Overkill. Also permanent ist hier irgendetwas am Dingeln und am Dangeln und am... Man will das nicht vermissen. No missing out. Die Optionen, die wir heute haben, die Sie heute haben, sind so zahlreich, dass Sie gar nicht wissen, was Sie tun sollen. Ich habe gesagt, als ich 18 war, ich will Professor werden, das Fach ist mir egal, damit war die Entscheidung getroffen. Das ist kein Scherz. Ich habe wirklich genau nach dieser Maxime gehandelt. Da habe ich nur noch geguckt, wo sitzen die Leute, mit denen ich gerne einen Rotwein trinke und die kein dummes Zeug erzählen und die mir gelegentlich auch was kochen, wenn ich keine Lust habe. Na, Politikwissenschaft. Vielleicht heute nicht mehr alle, ne? Aber damals. Uns quält die Leistungsgesellschaft. Ne? Die Vorbilder, die wir haben, das sind alles diese Erfolgsmenschen
und Genies. Ne? Alle Eltern wollen aus ihren Kindern was Tolles machen. Wenn ich schon nicht den Nobelpreis gewinne, dann wenigstens meine Tochter. Ne? Wenn ich schon nur einfach Klavierunterricht an der Schule gebe, ich will, dass mein Sohn Pianist wird, berühmt und weiß der Teufel was. Das ist doch fürchterlich. Und wenn man das alles nicht macht, hat man dauernd immer das Gefühl, man verpasst was. Oder wie ist Ihre Erfahrung? Was ist Ihre Challenge, Ihre Herausforderung für die Lebenskunst? Was denken Sie? Mein Grundgedanke und Lebensmotto war Fert unda nec regitur, aber das übersetze ich nicht, sondern das lasse ich Ihnen als Hausaufgabe. Tschüss, das war's.